Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was mit dem Yonder? von der, genau, und mit dem komischen Fisch hier. Ja. Und mit Troti und Dodo. So. Ich habe gesagt, ich habe keinen Trucci und Dodo Dodo. gefunden. Ja, das sind unsere beiden neuen Mitspieler hier. Ja, cool. Was haben wir? Wir haben jetzt hier zwei Maschinen und da haben wir auch zwei Maschinen. Ne? Das hat der Tobi die letzte Folge alles noch gewuppt und gerissen. Ich sehe, hier ist irgendwie so ein Flansch, an dem nichts dran ist. Warum ist das so? Hier so? Flansch, Ja, hier, da unten. Da ist doch eine Öffnung für ein Rohr, oder nicht? ja, das habe ich auch letztes Mal gesagt, dass man da anscheinend noch Ob Rohre man. verlegen könnte. Oder vielleicht noch einen Tank oder sowas. Irgendwie. Ich verhungere nebenbei Bio mal, ist Fuel. auch schön. Übrigens hat die ganzen Eier gepupst. Erstmal researchen. So, ich schütze Das heißt Todi halt und mal. Dodo mal ein bisschen gegen den Genau. Hai. Ja, da müssen wir mal ein paar Planken drumherum bauen noch, ne? Ja, ich baue hier schon. Achso, das meintest du damit. Okay, alles klar. Dann habe ich das. Ich dachte, stellt sich da jetzt hin und pass auf, oder? Ja, das auch. Wo hatte ich nochmal die Saatkiste? Ach ja, genau, hier hatte ich die hingestellt. Da, wo sie Sinn macht, bei den Palmen. So, Schrott, Sand, Lehm habe ich noch dabei. Ich fülle mal die ganzen Motoren auf. Sand, Lehm und Steine habe ich auch noch. Alter Schwede, auf Anhieb gefundener und verkackt. Ne, doch, war richtig. So. Was mache ich denn hier? Guck mal. Ich mache mal was Sinnvolles, weil die braucht man sowieso für fast nichts anderes. So, alle vier Motoren sind jetzt voll. Wie weit kämen wir jetzt zu dieser einen Insel? Eine Insel. Na, da ist ein Raft. Da ist ein anderes Raft. Ich stoße mich dagegen. Hast du wieder nicht gerafft? Erstmal unterbringen oder so. Okay, dann gehst du darüber. Ich mache hier mal wieder die Kollektoren leer. Ah, hi! Glaub's Hi. einfach Ein Tropf nicht. Wasser. Ja, da tun die Dodo und der Hai beißt uns hier ein Netz Ah, raus. Metallerzen. Was denn? Ich habe den Guti Ja, und ja, 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 Dodo ja. Wasser gegeben. Und außerdem So. habe ich die Seite geschützt, indem ich hier nochmal eine Reihe gebaut habe. Hallo? Ein einfacher Fischend. Den Satz ohne die Aufnahme nochmal durchdenken. Außerdem habe ich hier eine Reihe geschützt, indem ich da noch was gebaut habe. So. Ich beschäftige mich momentan hauptsächlich mit Rohstoffbeschaffung. Und ich angel gerade noch. Du angelst, genau, seht ihr, Leute, so teilt man sich Arbeit auf. Auch in Zeiten von Corona. Wenn die Eier die jetzt drin sind, können wir ja erstmal lassen. Boah, der Schwede hier bleibt momentan ganz schön viel hängen in den Netzen. Aber nichtsdestotrotz muss ich erstmal ein Netz bauen. Weil wir haben eins verloren, der Hai. Der böse, böse Hai hat uns ein Netz. Wir haben den Hai verloren. Hat uns ein Netz gestohlen. So, wo war das jetzt nochmal? Hab ich natürlich schon wieder vergessen. Ja, klar. Also, wenn ihr wollt, können wir jetzt einmal umkehren zu dieser einen Story-Insel da. Haben wir es nicht gerade schon gesagt? Mach doch. Achso, okay. Macht mal bitte alle Dinger an. Gerade am Rohstoffe abgeben. Eine Zeit. Rehen! Also wirklich spannende Musik. Wow! Stell ich mir vor, der neue Film mit Keanu Reeves. Titelmusik. Seil. Nein, nicht Seil. Netz. Zack. Und das brauche ich nicht. Vorne ist auch eine Insel, ne? Ja.
Wir wollen ja jetzt nicht schon wieder, ja. Die letzte Insel, an der du vorbeifahren wolltest, hat uns ziemlich viel gebracht. Was ist denn das für eine Insel? Wo vorne überhaupt? Hier, bei mir. Wo? Wo? Hier bei mir. Geil. Da. Naja, da wo ich stehe. Mini- da ist so eine kleine Insel. Da steuern wir gerade. Ich war auf dem Dings. Oder steuern wir direkt drauf zu, auf die Insel im Übrigen. Ja. Oh, das war direkt. Dann warte doch, bis wir da sind. Dann kannst du eben, können wir eben schnell den Anker werfen. Ich sehe nämlich hier unten im Wasser, kann ich von hier aus sehen, sehe ich schon Kupfer. Okay. Anker werfen. So, schon mal zwei Kupfer geangelt hier. Geangelt? Geangelt, genau. Mit meinem Angelhaken. Ausgemeißelt. Ja, da ist noch mehr Kupfer. Hier sind auch noch mal drei Kupfer. Erstmal hier noch ein paar Ressourcen. Das ist gut, das stürmische Wetter scheint den Hai unhungrig gemacht zu haben. Hat mich auf jeden Fall nicht belästigt. Das ist doch schon. Sag das lieber nicht zu früh. Zur Abschreckung esse ich jetzt auch noch ein bisschen Hai, damit mein Atem nach Hai riecht. Kommt er nicht. Damit er noch mehr Angst kriegt von dir? Was für ein Ding? Damit er noch mehr Angst kriegt vor dir? Ja, genau. Der Hai schwimmt gerade Tobi hinterher. Ich bin auf der Insel. Geil, der ist einfach. Jetzt beißt er gar nicht ins Boot, ne, doch nicht. So, Gerdi, ja, genau. Okay, sind alle auf der Insel. Oh. Was denn? Schwarze Blume aufnehmen kann ich nicht, weil voll. Shit. Ich schlepp auch die ganze Zeit die halb leere Stirnlampe mit mir rum. Auch nicht so schlau. Also, die nehme ich auch jetzt. Also bei mir bin, habe ich irgendwie immer Platz. Und zwei Wasser. Was ist denn hier überhaupt? Oh mal, gucke da. Oh, schnell raus, bevor der böse Hai kommt. So. Wow, unsere Plastikkiste ist gleich voll. Ah, um. Wird's erlaubt? Ja, das weiß ich auch nicht. Das wohl wieder im Ohr. 20 Kupfer haben wir jetzt. So, erstmal angeln. Schon mal. Da ist noch was zu spezifisch essen. Spezifisch nach dem Herzen. Nein! Dorthin? Dorthin? Alleine allgemein zum Kochen verwendet. Ah, da ist Metallerz. Schmelze, Betten. Ja, da sehe ich nochmal Metallerz, aber erstmal auch. Ich bin im Fluss drin. Wow. Na, Truti und Dodo, wie geht's euch? Gott. Au. Ja, ich habe nur seinen Schatten hinter mir gesehen. Ich schwimm! Schwimm, du Lappen, schwimm! Und da. Oh, da ist noch Lehm. Ah, schwimm! Nee, Sand. Oh Gott. Ist ja auch neu, dass um die Insel herum so viel Treibgut ist, ne? Normalerweise hat das ja immer alles so ein bisschen Abstand von der Insel. Alter, wird das gerade dunkel. Gar nicht. Na gut, auf der Insel ist nicht so viel Interessantes, aber unter der Insel, ne? Also unter Wasser war schon ein bisschen was. Denke ich auch. Aber jetzt möchte ich da gerade noch nicht runtertauchen. Oder nicht wieder. Weil ihr sagt mir, ihr habt das schon alles abgetaucht, aber ich sehe hier so viel Zeug. Nee, ich musste nochmal zurück, weil ich voll war. Du musst auch zurück, weil der Heim nichts übernommen hätte. Schrottsteine, da hast du nicht gesehen. Steine gibt's hier jede Menge, aber Steine brauchen wir gar nicht so viele, ne? Erstmal jetzt die Kokos nicht so rausnehmen. Hier ist alles voll mit Steinen. Mit Steinen kannst du dich ja totschlagen, war es denn das Wort? Totschlag mit Steinen. Nein, die Bäume sind noch nicht fertig. Nein, rauf da, komm schon.
Zeit im Wasser möglichst verkürzen. Nein. Okay. Ja, weitermachen oder kurz schlafen? Auf dass wieder Tag werde. Keine Ahnung. Ja, lass mal schlafen. Alle schlafen. Okay, gute Nacht. Oh, das Mondlicht voll romantisch durchs Dach. Oh. Ich bin schon wieder auf dem Dach. Nochmal Federn einsammeln. So, und da geht auch schon die Sonne auf. Juhu. Lasse. Ja, genau. Holz. Sieht das mit der Nahrungsversorgung aus? Fünf. Was brauche ich denn? Ich brauche ja sechs. Was brauche ich denn da noch drauf? Das da und was noch? Blüten. Haben wir überall Planken? Nicht mehr so richtig viele. Egal, ich hau die da jetzt erstmal drauf. So. Ihr sollt dann immer nur fressen, ne? Also, sorry, bevor ich verhungere. Ihr müsst auch mal was reintun! Ich kann euch ja nicht alle alleine machen! Hallo, ich hab doch auch schon geangelt. Ich hab Apfel gefunden. Undankbares Gesocks! Und nochmal Metall. Oh, was ist das? Wo sind denn überhaupt die ganzen Muscheln hin? Wer braucht schon Muscheln? Wo sind die ganzen Muscheln hin? Da in der Holzkiste. Nö, in der sind sie nicht drin, in der sind sie nicht drin. Jetzt habe ich schon wieder Durst. Neben dem Haus. Ah! Ja. Ja, unsere Müllkiste ist auch schon wieder total voll. Bauplan, Motor, Lenkrad, Stirnlampe. Die können doch weg, oder nicht? Haben wir doch alle. Theoretisch ja. So, die ganzen leeren Becher, die hier rumfliegen, die können auch weg. Und dann da noch ein Schild. Oh. Eine Schere. Ein Metall. Au. Oh. Hä? Vielleicht gehe ich wieder drauf. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Jetzt kann ich mich nicht mehr drehen. Was soll das? Hä? Oh, was hast du getan? Was geht? Ich kann mich nicht mehr drehen. Hallo? B. Ist? Ja, was passiert? Ja, was mit dir passiert? Ich kann mich nicht mehr drehen. Wie geil ist das denn, Alter? Okay. Ich hab nochmal raus Hallo. Oder rein oder so. Ich kann seitwärts bewegen, kann ich mich? Aber ich kann mich nicht mehr drehen. Er reagiert nicht mehr auf die Maus. Gar nicht mehr. Okay. Auch wenn du ins Inventar gehst? Dann bewegt sich die Maus, ja. Hm. Aber wenn ich aus dem Inventar rausgehe, kann ich mich nicht mehr drehen. Oh, okay. Komm, was soll das? Irgendeine Taste gedrückt oder was? Hey, du hast eine leere Flasche weggeschmissen. Hast du ich würde sagen Feststelltaste, aber ich glaube nicht, ne? Hat nichts damit zu tun, oder? Ja, die hatte ich gedrückt, aber das hat nichts damit zu tun. Ich habe meinen Speer weggeschmissen. Ne, die leere Flasche, ja genau. Ach ja, die zweite Flasche. Hm. Alter, er reagiert nicht mehr auf die Maus, was soll das? Egal, ja, spielst du einfach so, ich weiß. Das ist doch ätzend, was soll das? Ah, meine Hand kribbelt. Ah, jetzt geht's wieder. Muss irgendwas damit zu tun gehabt haben, dass ich R gedrückt habe. Warum auch immer. Wenn ich R drücke, passiert nichts. Weil ich gerade versucht habe, etwas zu platzieren. So. Mhm. Ja, das verstehe ich nicht. Das ist doch. Ist das eine Schuld? Doch, so rum gehört das.
Jetzt kann ich mich wieder normal bewegen. Das ist doch schön. Vielleicht. Ja. Sollten wir das auch mal ausprobieren. Mich würde mal interessieren, wie das aussieht. Wir müssen hier mal. Ich würde sagen, hier an der Wand stelle ich jetzt gleich nochmal ein paar Beete auf. Und dann können wir ja mal Blumensamen auch ziehen. Oh. Könnte man machen, ja. Wäre es auch sinnvoll, wenn wir hier nochmal einen Wasserreiniger haben. Bitte was? Wäre es auch noch sinnvoll, wenn wir hier nochmal. Nee, das Wasserreinigen geht doch ganz schnell. ist das Wurst? Wir wollen ja für unsere lieben Zuschauer wollen natürlich alles ausprobieren, was geht. Da steht der Vögelei. Ja, die schleicht. Ja, ich hab Lust. Das würde ich gerne mal ausprobieren. So, warte, pass mal auf. Würde bedeuten. Also anscheinend wird aus den Eiern keine neuen Vögel. Offensichtlich nicht, nee. Nehme ich die mal. Plastik. Keine neuen Dodos und keine neuen Trotis. Was habe ich jetzt? Hunger habe ich jetzt. Alter, ich brauche mal irgendwas zu essen hier. Da ist auch nichts drauf. Ich glaube, wir bekommen ein logistisches Problem. Okay. Ja, wir ersaufen gerade an Materialien, aber wir haben kein Futter. Dafür sorge ich ja gerade. Ich habe okay, ja schon also du bist immer noch am Angeln. Okay, alles klar. Dann werde ich gleich auch mal. Ich will erstmal. Angel immer so lange, bis eine Angel kaputt ist, komplett. Weil dann weiß ich immer, wir haben genug Fisch und man kann es dann wieder erstmal abbraten. Okay. Mhm. Was war ich gerade noch am Gucken? Nein. Da. Au, jetzt fange ich mich schon wieder an zu beißen. Ach, nice, noch zwei Metall gefunden. Was für ein nice Gegenstand. Bist? Ich bin gleich tot. Du bist gleich tot? Ja. Ich bin wieder da. Oh, schön, du bist wieder da. Oh, schön, dass du es geschafft hast. Total begeistert. Wozu habe ich mir jetzt eigentlich die Bleigewichte in die Hosentasche gesteckt? Bolzen habe ich hier noch. Geben kann da mit rein. Hier das hier. Oh Leute, jetzt will ich mal das fette Feature hier ausprobieren, Alter. Das wird richtig heftig. Pass auf 3. Wow, alter Schwede, ist das ein Improvement. Alter Verwalter, ihr seid ungefähr. Was denn? Anderthalb mal so groß wie vorher. Wow. Ich hab mir gerade ein Fernglas gebaut. Kannst du total knicken. Totaler Müll. Nützt ja gar nichts. Das ist so, als würdest du zwei Schritte näher rangehen. Ich leg das mal hier in die Truhe rein, dann könnt ihr selber mal gucken. Das Ding hat sich gar nicht gelohnt, war aber voll teuer, ey. Echt wie ein paar Schritte. Hier fehlt schon wieder ein Netz. Ja, ist echt nicht viel, ne? Also die Vergrößerung in Anführungsstrichen kannst du echt schenken. Ja. Dafür lohnt sich das Material nicht. So, achso, es ist im Übrigen wie der Fell ist es. Ich werde jetzt hier noch. Warte, wo ist die blöde Insel da? Ich werde jetzt hier nochmal ins Wasser springen und nochmal ein bisschen rumgucken. Okay. Also ich mache das Essen fertig für euch. Das habe ich schon mal rausgenommen. Oh, Tobi, magst du eventuell nochmal Holz und Plastik mitbringen? Hier direkt am Motor fehlt eine Planke. Ah, okay, mache ich.
Das wäre super. Ah, hi, nein, du Blödmann. Das muss ja auch immer dann ankommen, wenn ich gerade hier bin, ne? Was soll das? Geh doch zu Tobi oder Gerdi oder zu Dodo oder. Ey, lass Trudi und Dodo nur. Genau, ich nehme die immer mit. Und wenn er halt kommt, dann lass ich die einfach fallen. Und dann frisst er erst die, bevor er mich frisst. Ja! Geil, mache ich gleich ein Let's Play drüber. Wehe. Ja. Dann mache ich ein Let's Play, wie ich Tonne jage. Also ich wäre soweit hier zunächst. Ja, warte, ich sammle hier nochmal ein bisschen Schrott. Ach, Batterie ist leer, verdammt. Ah, guck mal, hier ist nämlich auch noch ein bisschen Alge und so. Hier noch gefunden, Alter. Ah, mal zwischendurch mal ein bisschen Luft holen und dann wieder runter. Die Batterie, dann gleich der böse Hai kommt mit Sicherheit. Okay, das ist nicht zu vermuten, dass es hier noch mehr Algen gibt. Nicht zu vermuten, dass es noch mehr Metall gibt. Und da hinten ist der Hai. Ist zu vermuten, dass er gleich zu mir kommt. Aber mir geht es noch relativ gut. Oh, Batterie ist für dich. Platsch. Hui, geschafft. Oh, cool. 2000 Blöcke nach vorne. Der Typ. Ja, denn. Soll ich den Anker lichten oder was? Ja, erstmal die ganzen Motoren schon mal aufheizen. Aufheizen? Ja, gut, dann mach du das. Dann lichte ich den Anker halt nicht. Ah. Kann man Blumen eigentlich in den Schuhen ziehen? Ist? Weiß ich nicht, aber Erde ist ja drin. Also eigentlich müsste das ja funktionieren. So, Ankerlichten. Bereit? Ankerlichten. Da. Also Wind noch. Ach, hier fangen wir mal an. So. Diesmal geht's auch ein bisschen schneller. Wir brauchen noch mehr Motoren. Nee. Jetzt reicht's langsam. Hälte er an sich. Oh, jetzt verdurst ich schon wieder. Nein. Oh, wieso tust du so? Das mit dem Durst ist aber heute echt extrem. Es fehlt hier schon wieder ein Netz. Sag mal, passt hier eigentlich nicht auf oder was? Bin ich hier der Einzige, der das Spiel spielt oder was hier los? Ja, das fehlt ja schon lange. Oh. Habe ich mir zweimal Wasser gezogen und keine. Hm, naja. Ich lieb immer sagen, ich werde jetzt mal diese Motoren da schützen oder so. Also mit Metalldings vom Rendern da. Ja. Elementrüstung. Das ist eine gute Idee. Da wollte ich gerade eine Kartoffel drauflegen. Mach doch die Kartoffel auf den kleinen Grill. Hab ich schon. Hab ich schon. Guck mal hier, ein Fisch. Hallo. Oh, ja, schön. Ja, da. Du, ja, das hätten wir schon mal gesehen. Kriegst du nicht. Will ich auch nicht haben. Schön. Brauchen wir nochmal 6 Metallbarren für die nächste andere Seite. Ich würde mal sagen, das Dodo-Nest löst sich auf. Was ist das? Dodo-Nest löst sich auf? Nein, das sollten wir auch schützen mit hier Fundamentrüstung. Hatte das, achso, mit Fundamentrüstung, ja. Gerdi hatte Dings drum gebaut, ne? Was? Ich hatte nochmal so eine Reihe gebaut. Voll die Line gezogen.
Genau, voll die Leinen gezogen. Geil. Haben du denn jetzt mit Leinen gezogen? Alter, was rauscht denn das so laut? Da kann sich doch keiner bei konzentrieren. Was, wer rauscht? Das Wasser rauscht bei mir total laut. 8600. Alter. Alter Schwede. Und da hinten fehlt auch schon wieder eine Netz. Alter Schwede, der beißt uns. Wir sollten die Netze mal wieder mit Eisenarmierung schützen. Vielleicht. Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher sogar. Wenn wir das nötige Eisen und so weiter dafür hätten. So, ich gucke hier mal ein bisschen dummer dagegen. Okay. Mach mal ein dummes Gesicht. Ja, kannst aufhören. Bye. Alter Schwede. Meine Fresse, wenn ich bedenke, wie wir angefangen sind hier mit 4 Planken. Und jetzt? Ja, ein ganzes richtiges Insel. Wow. Alter Schwede, wir müssen voll Gummi geben hier. So, öffnen. Bräuchten, glaube ich, auch noch einen richtigen Garten oder so. Einen richtigen Garten? Ja. Was denn für einen richtigen Garten jetzt? Das ist halt mit ganz vielen Pflanzen hier, Pötten da. Na? Pflanzpötten. Ganz, ganz viele. Dann pflanzen wir ganz, ganz viele Setzlinge und so an. Pflanzen ganz, ganz viele Setzlinge an? Meine Kartoffeln, Rüben, die mittelgroßen, vielleicht dann auch hier Wassermelonen und Ananas. Ja, dann müssen wir erstmal anbauen. Ja. Boah, ich mache hier hinten erstmal einen auf El Bundy, ich mache hier erstmal ein Schuhgeschäft auf. Mach das. Hör mal, sehe ich das da hinten schon? Was ist das? Ich denke, was ist das? Ist das? Nein, schon hör mal, sehe ich das schon. Ist es das, was ich denke? Ist es dann. Hä? Was? Weniger trinken? Okay, trinken. Ja, genau. Apropos trinken. Hör mal, da steht doch Hilfe. Da ist ein Hilfezeichen. Hilferuf. Alter, wir hatten die ganzen Nägel verballert. Ich glaube, es geht los. Weißt du, die ganze Nacht war ich wach und hab Nägel gedengelt. Komm ich hier wieder hin, alles weg. Wir sind gleich da. Kann aber nicht die Insel sein, zu sein, die ich dachte, wie es ist. Das ist eine ganz andere. Ein Anker werfen! Wie, da fehlt auch Ohr, Alter. Jetzt habe ich gerade 2 Netze nachgebaut. Oder hinten treibt ein Raft in der Gegend herum. Oh, lecker. So, dann machen wir uns alle fertig, dass wir auf die Insel drauf können, oder was? Genau. Okay. Essen. Genau. Verpflegt euch. Toll. Verpflegt euch, zack, stehen sie alle hier. Da. Sogar die Kartoffel hat mir hier einer vom Grill geklaut. Ich glaube, es geht los, ey. Die habe ich übrigens reingelegt und habe welche nochmal angebaut. Aber anscheinend hat hier. Das hilft dir nicht mehr! Das hilft dir nicht! Ich weiß. Ja. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, dass wir uns jetzt vorbereiten und da machen wir Schluss. Quasi als Cliffhanger.
Dunkelnägel, dafür haben wir noch gar keinen Platz. So. Ich bin gespannt, ob ich noch was zu essen kriege hier. Ja, oh cool. So, ihr Süßen, dann. Jetzt mache ich einfach mal ganz dreist die Verabschiedung. Oder Gerdi macht die Verabschiedung. Gerdi verabschiede uns. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, was das mit der Folge mit dem Cliffhanger. Und wir werden mal gucken, was in der nächsten Folge passiert auf der Insel. Oh. Tschüss. Ciao, ciao. Bye.